gibt eine faszinierende Art, Maschen anzuschlagen, um in die Runde zu strecken, einen Kreis zu strecken oder auch die Spitze von Socken. Sie wurde vor einigen Jahren in Amerika erfunden, entwickelt von einer Frau namens Judy Becker und heißt Judy's Magic Cast On, also ein zauberhafter Maschenanschlag. Und an und für sich ist diese Methode unheimlich einfach. Ich brauche eine Rundstricknadel oder auch zwei einzelne Nadeln, zum Beispiel Sockennadeln oder ganz gleich was für Nadeln. Es können auch zwei verschiedene Rundstricknadeln sein und meine Wolle. Je nachdem, wie viele Maschen ich brauche, lasse ich ein längeres Ende übrig. Ich lege die Wolle über die obere Nadel und zwar so, dass mein Ende nach vorne kommt. Also vorne ist, aber zwischen beiden Nadeln. Dieses lange Ende nehme ich dann über meinen Zeigefinger und das Ende, das am Knäuel ist, nehme ich über meinen Daumen. Für den Maschenanschlag, den ich schon vor längerer Zeit erklärt habe, würde ich jetzt meine Hand so halten. Das wird hier aber nicht gemacht, sondern ich halte meine Hand einfach so wie ein Dreieck. Und das Wichtigste, was man sich jetzt merken muss, ist, dass die Maschen auf der unteren Nadel von oben kommen und die Maschen auf der oberen Nadel von unten kommen. Da ich jetzt auf der oberen Nadel eine Masche habe, brauche ich für die untere Nadel als nächstes eine Masche und diese Masche muss von oben kommen. Dazu schlinge ich den Faden von unten bis zur Mitte um die untere Nadel. Jetzt möchte ich oben weitermachen. Dann nehme ich den unteren Faden, bringe ihn zur Mitte und oben raus. Und so geht das immer abwechselnd. Der obere Faden von unten zur Mitte und der untere Faden von der Mitte bis oben. Und das mache ich so weiter, bis ich genügend Maschen habe. Wie man sieht, geht das wie am Schnürchen und kann ganz flott gehen. Es ist egal, ob ich jetzt unten oder oben aufhöre, je nachdem, ob ich eine gerade oder ungerade Anzahl Maschen haben will. Wenn ich fertig bin, ziehe ich die obere Nadel nach vorne und benutze die jetzt zum Stricken. Das heißt, ich muss den Anschlag in Position bringen, also einfach herumdrehen, damit ich hier stricken kann. Aufpassen, dass dieser Faden festgehalten wird, damit sich die Masche nicht löst, bis sie gestrickt ist. Zum Stricken natürlich den Faden nehmen, der am Knäuel ist. Und dann eine Masche nach der anderen abstricken. Bis ich mit dieser Nadel, die vorher die untere Nadel war, fertig bin. Dann lasse ich die Maschen wieder nach hinten gleiten. Pass auf, dass eine Schlaufe bleibt. Drehe das Gestrickte um. Nehme den Faden und arbeite dann hier weiter. So habe ich jetzt schon drei Reihen. Und wenn man sich das anschaut, dann hat sich in der Mitte ist ja sind die Maschen, die ich angeschlagen habe, die sehen ganz wie ganz normale Maschen aus. Und auch auf der Rückseite sieht man, dass es eine ohne Naht kann man in beide Richtungen stricken von diesem Anschlag aus. Man kann daraus zum Beispiel Taschen machen, dass man strickt weiter in der Runde und hat unten die untere Kante von der Tasche. Man kann zum Beispiel wie hier Babyschuhe machen, wo man unten angefangen hat, strickt in der Runde und dann die Seiten hoch. Oder man könnte auch Socken beginnen, von der Spitze beginnen. Das ist die Spitze von den Socken und jetzt strickt man hier weiter an beiden Seiten hoch. Also ein wunderbar vielfältiger Anschlag.